Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Bald nenne ich uns Wir backen was. Also eigentlich wollte ich ja wieder kochen. Wir backen heute wieder. Heute backen wir einen Quarkkuchen mit Apfel, weil meine Frau hat so viel Äpfel und meinte dann zu mir, wir müssen einen Apfelkuchen backen. Und machen wir das jetzt mal. Aber mit Quark unten drunter. Also ein Käseapfelkuchen. Ist das nicht geil? Ich find's geil. So, dafür brauchen wir wieder ein bisschen Vanille. Kann man sich aussuchen, ob man Vanillezucker aus der Tüte nehmen will oder ich nehme heute mal wieder so einen Beutel von dem Doktor. Ein bisschen Puddingpulver, ein bisschen Backpulver, zwei Eier, Schlagsahne, ein bisschen Quark, Butter, Äpfel natürlich, Ei habe ich alles schon gesagt und Grieß. Grieß braucht man auch. Ich werde das jetzt mal wieder abwiegen und dann geht das jetzt gleich mal los. In aller Phyllis Blue. Ich habe jetzt schon mal hier die Äpfel klein geschnitten, geschält klein geschnitten. Jetzt tue ich die hier schön in die Pfanne rein und dann werde ich die schön so ein bisschen ankaramellisieren, weil finde ich super lecker. Schön mit braunem Zucker und ein bisschen Zimt. Habe da so ein bisschen Butter heiß gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen wenig Butter, aber da tue ich jetzt gleich braunen Zucker drauf und gleich kommt da ein bisschen Zimt drüber. Ich nehme ja immer gerne braunen Zucker für solche Aktionen. Den werde ich jetzt hier mal schön gleichmäßig drüber tun. Und dann lassen wir das hier mal so ein bisschen andünsten. Der Apfel muss nicht durch. Ich habe den jetzt auch verhältnismäßig dick geschnitten, damit der nur von außen so ein bisschen ankaramellisiert wird. Geht nur so ein bisschen um den Geschmack. Den Rest bekommt er gleich im Ofen. So, und dann tue ich da so ein bisschen Zimt drüber. Zu viel Zimt macht dann wieder scharf, aber scharf ist ja auch ganz geil, ne? So, ein bisschen umrühren, dann können wir das auch gleich runterstellen und können uns auch um den Teig kümmern. Dann kann das hier so vor sich hinziehen. Wunderbar. Das sieht doch klasse aus. Und dann können wir den gleich weiter benutzen, die Äpfel. Klasse. Eventuell mache ich da jetzt mal ein bisschen Zitrone drüber, damit das mir nicht braun wird. Ich mache da jetzt ein bisschen Zitrone rüber. Schon süß genug. Gibt auch so ein bisschen Säure, das ist ganz geil. Das lasse ich jetzt so ein bisschen vor sich hinschmoren hier. Und dann gebrauchen wir das eh gleich erst obendrauf für auf unseren Kuchen. Ich habe jetzt meinen Herd auf 1:9 laufen, also nur so ganz vorsichtig. Das soll so ein bisschen ziehen hier und ein bisschen Geschmack annehmen. Nicht gar. Nur zur Information, unser Kuchen wird heute ein bisschen kleiner. Wir backen nur einen kleinen Kuchen. Ich werde aber unten in der Description Box wieder die Einkaufsliste reintun und auch gleich das ganze Rezept reinschreiben. Da beziehe ich mich aber auf eine große 26er Form. Also nicht wundern, wenn ich hier jetzt weniger mache, als ihr da hinterher stehen habt. Also die Größenangaben hier heute sind nicht genau. Es sei denn, ihr wollt auch in kleinen backen, dann wird das so in etwa sein. Wollt ihr die genauen Mengen haben für die kleine Form, schreibt sie mir einfach mal unten in die Description Box, dann mache ich halt eine zweite Einkaufsliste. So, ich muss jetzt als erstes mich von meinen Eiern trennen. Nein, falsch. Die Eier trennen, Eiweiß, Eigelb. Und zwar muss das Eiweiß hier rein. Das müssen wir nämlich gleich aufschlagen. Eigelb mal 4. Ich hasse Eiweiß an den Fingern. Und meine Frau meckert immer, dass ich den Dinger hier durch die Gegend schmeiße. Schon erst einen Fehler gemacht. Toll. Super. Ach, nicht das Leben. Ja, sagst du so. Jetzt habe ich das Eigelb hier drin und will das nicht kaputt machen. So, wir schneiden mal kurz. Nein, wir schneiden nicht. Gerettet. Glibber, Schladder. Ich hasse es. So. Ich muss mal Hände waschen, bin gleich wieder da. So, kleines technisches Problem. Mein Y-Kabel an der Kamera kaputt. Macht Wackelkontakt, haben wir plötzlich keine Kamera mehr. Was für ein Scheiß, jetzt müssen wir wieder über herkömmliche Akkus filmen. Ist natürlich ein bisschen nervig, aber lässt sich nicht ändern. Also, ich habe jetzt hier ja schon mal drin
zwei Eigelb. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Butter reingetan. Jetzt brauche ich, ich habe mir hier so einen Spickzettel gemacht, wo ich mir das alles draufgeschrieben habe. Jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Zucker hier drin. So 120 Gramm. Zucker. Nämlich normalen weißen Zucker heute für den Kuchen. Toll, wenn man eine Waage hat, die irgendwie auch mehrere Sachen außer Gramm kann. Aber ist ja auf Dauer auch ein bisschen nervig. Toll. Ich muss jetzt erstmal meine Waage reparieren. Ich melde mich gleich wieder. Wir haben ein bisschen vom Pech verfolgt. Also jetzt geht die Waage wieder. Jetzt tue ich hier mal eben 110 Gramm Zucker rein. Wunderbar. Vanille haben wir auch. Hatte ich hier Vanille schon reingetan? Und nee, habe ich noch nicht. Nein, da ging die Kamera ein. So, das war's. Die kam deshalb. Corona meldet sich bei mir jetzt auch. So, ich habe jetzt wieder hier so ein Tütchen von dem Doktor mit Vanille. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, ganz normalen Vanillezucker nehmen, wie ihr ihn so kaufen könnt. Ich nehme aber halt immer gerne diesen Bourbon oder Bourbon Vanille oder wie auch immer man das ausspricht. Bin ich zu blöd für, aber muss man ja auch nicht alles können. Reicht aber nicht kochen und backen kann. So, die tue ich da rein. Die ist nämlich schön kräftig im Geschmack. Und dann muss da noch ein bisschen Rum rein. Ah, mein guter Rum. Trinke ich ja sowieso nicht. So, da sollen 2 Esslöffel, wenn man für einen großen Kuchen oder ein für einen kleinen, das haben wir da jetzt auch schon mal drin. Und ein bisschen Zitronengeschmack. Ich habe jetzt keine Bio-Zitrone gekriegt heute. Ich nehme heute ein bisschen Plastik-Zitrone. Ein Heuchelchen. Wunderbar. Und das muss jetzt alles schon mal ein bisschen umgerührt werden. Und dann geht es gleich weiter. So, ich habe das jetzt so ein bisschen geschlagen. Jetzt tue ich normalerweise für einen großen Kuchen ein ganzes Backpulver. Ich mache da jetzt nur ein halbes rein. Weil das ist mir sonst zu viel. Der wird schon aufgehen. Dann kann da noch wieder rein. Puddingpulver mache ich später. Eigentlich müsste da rein 750 Quark. Ich habe jetzt hier 500. Ich werde aber nicht den ganzen Quark nehmen, sonst wird mir das zu viel. Ich mache jetzt mal so 350. Ja, das sieht gut aus. Normalerweise 200 Gramm Schlagsahne. Ich mache da jetzt nur ja, so 100 rein. Hälfte halt. Und jetzt ist er schön dünnflüssig. Dann kann ich da jetzt auch schön Puddingpulver reintun. Und 2 Löffel Grieß. Ich mache das jetzt. Was? Grieß. Grieß. Grieß, ja. Also einen Löffel Grieß tue ich da jetzt hinein. Grieß. Da steht da ja 2 Esslöffel Grieß. Ich mache da jetzt mal nur einen rein. Weil wir halt einen kleinen Kuchen backen. Also nicht irritieren lassen. So. Wunderbar. Dann alles schön verrühren. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, melde mich gleich wieder. Ich schlage jetzt mal das Eiweiß auf, wird mal ein bisschen lauter. So, Eiweiß habe ich jetzt geschlagen. Es ist fest. Das tun wir mal jetzt hier rein. Ich ziehe jetzt das Eiweiß hier drunter. Ich habe eine große Bitte an euch. Könnt ihr uns bitte Kommentare schreiben? Weil der Algorithmus von YouTube ist halt so, dass teilweise Daumen höher gewertet werden, niedriger gewertet werden als Kommentare. Und wir haben so gut wie keine Kommentare unter unseren Videos. Also kommentiert, was das Zeug hält. Ich würde mich freuen. Abonnieren natürlich auch. So, ich habe das jetzt hier drunter gezogen. Jetzt muss ich gleich einmal schnell unsere Form einfetten und dann kann das nämlich da schon mal rein. Vorher nehme ich jetzt eben schnell die Apfelstücke aus der Pfanne. Die sind jetzt so schön karamellisiert. Die kommen da gleich oben drauf. Ich nehme die nur raus, weil ich möchte gerne diesen Zucker
und Butter, die da drin sind, die möchte ich gerne mit in meinen Teig haben. Die haben nämlich Geschmack ohne Ende und die wollen wir natürlich nicht verlieren. Ich nehme jetzt mal eben die Äpfel da raus. Sieht richtig gut aus, ne? Sieht super aus. Ich brauche einen Teller. So, ich nehme jetzt die Kartoffel. Meinst du Apfel? Genau. Normalerweise bin ich auch am Kochen. Da sind es Kartoffeln. Heute ist es aber Apfel. Das verwechselst du auch, ne? Ja, genau. Ich verwechsel immer Äpfel und Kartoffeln. Ich arme Sau. Also, ich nehme jetzt die Kartoffelapfel hier raus. Und ich möchte gerne die Butter mit dem Zucker und dem Zimt noch mit in meinen Teig tun, weil ich möchte natürlich nicht, dass dieser mega Geschmack, der jetzt hier entstanden ist, natürlich bestimmt auch so ein bisschen Apfelflavor mit drin, dass mir das nicht verloren geht. So, das haben wir jetzt auch gleich und dann können wir das mit in den Teig hineintun. Super. So, jetzt tun wir das hier schön mit in den Teig hinein. Der pure Geschmack, der da jetzt reinkommt. Wahnsinn. So, mal mit dem Löffel schnell so ein bisschen was rauskratzen. So, super. Das wird richtig gut. Ich freue mich schon drauf. Nachher, wenn wir den dann essen, einen schönen Cappuccino dazu und dann diesen Kuchen. Oh, wird geil. Wird richtig geil. So, ich werde jetzt mal eben diese Form fetten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die Form schön eingefettet und jetzt tue ich da schön den Teig hinein. Muss mal ein bisschen gucken, dass es nicht zu viel ist. Weil wir wollen ja auch noch unsere Äpfel da drauf kriegen. Ja, wunderbar. Das sieht auch ganz gut aus. Sehr schön. So. Ich garniere jetzt da die Äpfel obendrauf. Wahrscheinlich wird ein Teil davon auch untergehen, das ist nicht so schlimm. Da sind halt auch Apfelstücke im Kuchen drin. Und dann kommt er gleich bei 180 Grad für, ich mache das gleich mit den Händen hier, für 60 bis 70 Minuten im Backofen. Aber nach Hälfte der Zeit wird er abgedeckt mit Alufolie, damit der uns nicht von oben verbrennt. Das waren 2 so eine Äpfel, das habe ich jetzt in meine kleine Form reingetan. Ich schätze mal, dass wir jetzt so auf dieser Teil haben wir überall Apfel. Obendrauf haben wir auch Apfel. Müssen wir nachher ein bisschen aufpassen und ein bisschen gucken. Und ist ja mit Butter, die Butter verbrennt natürlich gerne im Backofen bei den hohen Temperaturen, dass wir eventuell frühzeitig was drüberlegen müssen. Mein Backofen ist jetzt warm. Ich tue den da jetzt rein und ich schätze mal, so eine Stunde braucht der schon. Ich hoffe mir den nächsten Backofen, wo ich das Ding rausfahren kann. Nicht? So. So rausfahren in so einem Korb wäre natürlich toll. So, jetzt ist er da drin. Mein nächster Backofen hat auch Halogenlicht da drin, damit es richtig hell ist. Oder LEDs so knallhell, damit man mal was sieht. Stunde. 170 Grad, 150 bis 170 Grad, eine Stunde schätze ich, braucht der schon. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der... So, jetzt haben wir unseren Kuchen. Jetzt ist Halbzeit. Kuchen haben wir nach einer Viertelstunde abgedeckt. Meine Frau will jetzt mal so ein bisschen aufmachen und dann mal reingucken. Das ist der Hammer. Sieht ja geil aus. Aber fertig ist er, glaube ich, noch nicht. Jetzt gehe ich einfach rein. Und er fällt gerade zusammen. Das ist noch nicht fertig. Das ist noch feucht. Ja, da müssen wir dann auch nicht warten. Wir machen jetzt da mal wieder die Alufolie drauf. Das ist auch gerade so ein bisschen eingefallen. Und dann backt er halt noch mal ein bisschen weiter. So, ihr Lieben, ich habe den Kuchen jetzt schon mal aus dem Backofen geholt. Habe dann mal seitlich die Form schon gelöst. Sieht der nicht geil aus? Ich finde, den ist der Hammer. Ich werde jetzt gleich Sahne schlagen und dann werde ich ihn wahrscheinlich gleich lauwarm auffressen, weil ich gar nicht anders kann. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das ist ein bisschen Aufwand mit dem Karamellisieren des Apfels, ja, aber es lohnt sich.
Also, sollte euch das Video gefallen haben, lasst uns einen Daumen da, schreibt mir bitte einen Kommentar und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nebenbei könnt ihr euch ja unsere Reisevideos auch ansehen. Die stelle ich momentan auch rein, bin gerade am Schneiden. Deshalb kommt heute der Kuchen und der erste Seetag rein. Aber ihr werdet ja hier sehen. Ich wünsche euch was und es wünschen euch einen schönen Tag. Und Frank von foodbloghamburg.de. Bis demnächst. Tschüss.